Beginne in einer aufrechten und bequemen Sitzposition. Wenn du magst, schließe deine Augen oder such dir einen Punkt, den du fixieren kannst. Gib dir einige tiefe, bewusste Atemzüge, um auf deiner Matte anzukommen und bei dir anzukommen. Atme tief ein und lang aus. Mit jeder Ausatmung lass los, was heute vielleicht schon war und was vielleicht noch kommt. Lass all das los, was jetzt auf deiner Matte nichts zu suchen hat. Und mit jeder Einatmung kannst du vielleicht spüren oder dir auch vorstellen, wie der Sauerstoff deinen Körper durchströmt und dir frische Energie schenkt. So tief wie deine Atmung jetzt zieht, darf sie während der gesamten Praxis bleiben. Wenn du merkst, deine Atmung wird flach oder gerät ins Stocken, dann gönn dir gerne eine Pause oder geh nicht so tief in die Haltung rein. Einatmend, beginn mit Schulterkreisen. Zieh mit der Einatmung die Schultern nach hinten unten. Und ausatmend nach vorne oben. Immer einatmen nach hinten unten und ausatmen nach vorne oben. Folge mit der Bewegung dem Fluss deiner Atmung. Mach die Bewegung so groß, wie dir das jetzt gerade möglich ist. Schöpf mal deinen vollen Bewegungsspielraum aus. Vielleicht kannst du spüren oder dir vorstellen, langsam zieht ganz viel Beweglichkeit ein im Schultergürtel, im oberen Rücken, zwischen den Schulterblättern. Nach der nächsten Einatmung lass die Schultern entspannt nach hinten unten sinken und verschränk deine Hände vorm Körper, Handinnenflächen zeigen nach außen. Einatmen, zieh die Arme gestreckt nach oben. Ausatmend die Schultern weg von den Ohren und den Nabel nach innen. Halte hier. Mit jeder Einatmung stell dir vor, du kannst wachsende Länge kreieren. Mit jeder Ausatmung zieh die Schultern weg von den Ohren und den Nabel nach innen. Mach dich groß. Stell dir die Länge vor, die in der Wirbelsäule entstehen kann und dann ausatmend lass die Hände langsam sinken, ohne diese Länge zu verlieren. Und du kannst dich gerne nochmal locker durchbewegen. Dann setz deine Hände zu den Knien. Und ausatmend dreh dich zur rechten Seite weg. Der Blick folgt der Bewegung. Einatmend zur Mitte und ausatmend nach links. Einatmend zur Mitte und ausatmend zur rechten Seite. Auch hier folge mit der Bewegung der Atmung nicht umgekehrt. Vielleicht kannst du dich mit jeder Ausatmung einen kleinen Millimeter weiter in die Drehung, in die Mobilität begeben. Einmal noch auf jede Seite. Und dann komm zur Mitte zurück. Und hilf dir mit deinen Händen, deine Knie zusammenzusetzen. Setz deine rechte Hand hinter dem Körper ab und einatmend, heb den linken Arm, mach dich groß, schau dem Daumen hinterher. Ausatmend, kommt der linke Arm so nah wie möglich zur rechten Oberschenkelaußenseite. Der Blick geht über die rechte Schulter nach hinten.
Die hintere, die rechte Hand trägt so wenig Gewicht wie möglich, so viel wie nötig. Mit jeder Einatmung stell dir vor, du kannst Länge kreieren, größer werden. Und mit jeder Ausatmung kannst du vielleicht etwas mehr loslassen. Dich von dem lösen, was in dir festhält. Lass deine Atmung tief ziehen und lass dich von deiner Atmung in die Bewegung tragen. Einatmend schau nach vorne. Ausatmend löse die Hände und setze jetzt den linken Arm hinterm Körper ab. Einatmend heb den rechten Arm. Und ausatmend kommt der rechte Oberarm so nah wie möglich zur linken Oberschenkelaußenseite. Der Blick geht über die linke Schulter nach hinten. Halte wieder auf der hinteren der linken Hand so wenig Gewicht wie möglich, so viel wie nötig. Und lass dir von der Einatmung in die Länge und von der Ausatmung in die Drehung helfen. Tiefe Atemzüge bis ins Becken. Und dann schau einatmend nach vorne. Ausatmend löse dich aus der Haltung. Wir beginnen den Kraftflow mit einigen Übungen für den Bauch. Ich sage immer, Rumpf ist Trumpf, denn eine starke Körpermitte ist eine ideale Basis für alle Kraftübungen, denn aus der Körpermitte heraus können wir Spannung aufbauen, Kraft halten und einfach eine gute Muskelspannung im ganzen Körper aufbauen. Wir beginnen mit einigen Runden Boot. Sitze mit angewinkelten Beinen. Knie weitestgehend geschlossen und lehn den Rumpf leicht zurück. Heb die Arme so, dass sie parallel zum Boden sind. Handinnenflächen zeigen in Richtung Zimmerdecke, Finger streckt und gespreizt. Und dann lass deine Füße leicht werden oder auch die Beine schweben, bis die Unterschenkel parallel zum Boden sind. Achte darauf, im Brustbein nicht einzusinken, sondern schön aufrecht zu bleiben. Halte hier. Wähle die Variation, die jetzt für dich fordernd ist, aber nicht überfordernd. Lass deine Atmung tief ziehen. Deine Muskulatur braucht Sauerstoff jetzt. Tiefe Atemzüge hier und dann ausatmend. Lass dich nach vorne sinken. Ruh dich kurz aus. Lass deine Atmung tief über die Körperrückseite ziehen. Einatmend richte dich auf. Zweite Runde. Bau die Haltung auf. Lehn dich leicht nach hinten. Richte die Arme aus, Kraft bis an die Fingerspitzen, aufrechtes Brustbein und dann lass deine Füße leicht werden oder auch schweben. Halte wieder hier, spür die Kraft der Körpermitte, die dich aufrecht hält. Vielleicht entsteht da auch schon etwas Wärme. Sehr gut, wunderbar. Tiefe Atemzüge. Und dann ausatmend, lass dich nach vorne sinken, ruh dich kurz aus. Komm zur Ruhe, zur Atmung zurück. Spür der Wärme nach, die vielleicht entstanden ist.
Einatmen, richte dich auf. Letzte Runde Boot hier. Lehn dich leicht zurück. Richte die Arme aus. Finger gestreckt, gespreizt. Arme parallel zum Boden, aufrechtes Brustbein. Und dann lass deine Füße leicht werden oder schweben. Finde wieder die Bootsvariation, die dich jetzt fordert, aber nicht überfordert. Und halte hier. Spür mal, wie stark du bist. Vergiss nicht zu atmen. Deine Muskeln brauchen jetzt Sauerstoff. Tiefe Atemzüge, wunderbar. Und ausatmend. Lass dich nach vorne sinken. Gönn dir diese Pause. Einatmend, komm nach oben und leg dich nach hinten ab. Die Beine bleiben angewinkelt. Setz die Handinnenflächen zusammen und leg deine Arme gestreckt hinterm Kopf ab. Ausatmend, roll den Oberkörper ein und führ beide Arme zur rechten Oberschenkelaußenseite. Einatmend zur Mitte und ausatmend links. Einatmen zur Mitte und ausatmen zur rechten Seite. Führ die Bewegung fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Mach die Bewegung langsam, kraftvoll, kontrolliert. Und spür die Kraft der schrägen Bauchmuskulatur, die dich durch die Bewegung begleitet. Sehr gut, wunderbar. Mit der nächsten Ausatmung halte oben. Sehr gut. Tief ein und aus. Lass deine Atmung ziehen. Sehr gut. Einatmen zur Mitte und ausatmen andere Seite und halte hier. Sehr gut, wunderbar. Spür nochmal die schräge Bauchmuskulatur. Sehr gut. Und dann einatmen, leg dich nach hinten ab, wunderbar, mach dich lang, ruh dich kurz aus. Dann leg deine Beine ungefähr mattenbreit ab. Und du kannst die Hände links und rechts neben der Hüfte ablegen, Handinnenflächen zeigen nach oben. Einatmend, roll den Oberkörper nach oben ein, heb die Arme, sodass sie parallel zum Boden sind. Stell dir vor, du willst deine Fußspitzen sehen und halte hier das tiefe Boot. Ich weiß, das ist anstrengend. Die obere Bauchmuskulatur und die ganz untere sind jetzt am Arbeiten. Vergiss nicht zu atmen. Sehr gut. Zieh, zieh, zieh. Kraftvoll. Wunderbar. Mit der nächsten Ausatmung zieh die rechte Hand mehr zur rechten Fußspitze. Einatmen zur Mitte und ausatmen links. Einatmen zur Mitte und ausatmen rechts. Führ die Bewegung fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Immer einatmen zur Mitte und ausatmen zu den Seiten. Nicht ablegen zwischendrin. Zieh über die schräge und seitliche Bauchmuskulatur. Wunderbar, ich weiß, das ist anstrengend. Halte durch. Wenn du nicht mehr kannst, gönn dir eine Pause und dann steig wieder ein. Sehr gut, folge mit der Bewegung deiner Atmung, gerade wenn es anstrengend ist. Deine Muskeln brauchen Sauerstoff.
Wunderbar. Und ausatmend leg dich nach hinten ab. Winkele deine Beine an und greif einmal in deine Kniekehlen. Und dann kannst du dich nach vorne und hinten ein bisschen schaukeln, bis du zum Sitzen kommst. Und von hier komm über die Seite in den Vierfüßerstand. Achte darauf, dass deine Knie hüftbreit unter den Hüften stehen und die Hände schulterbreit unter den Schultern. Halte deine Finger gestreckt und gespreizt, um deine Handgelenke zu entlasten. Dann mach die Beine lang und komm in die Bretthaltung. Halte hier. Wunderbar. Kraftvoll, nicht in der Körpermitte einsacken. Wunderbar. Achtung, lass ausatmend deine Fersen zur rechten Seite ab. Einatmend, heb den linken Arm nach oben, schau dem Daumen hinterher. In der seitlichen Bretthaltung kräftigen wir nochmal die Körperseiten, auch hier sink nicht in der Hüfte ein. Halte kraftvoll, wunderbar. Ausatmen zur Mitte zurück. Achtung, wir machen gleich die linke Seite. Ausatmend, lass die Fersen nach links sinken. Einatmend, heb den rechten Arm, schau dem Daumen hinterher. Wunderbar, halte auch hier. Tiefe Atemzüge. Spür die Kraft deiner seitlichen Bauchmuskeln. Ausatmen zur Mitte in die Bretthaltung. Und dann einatmen, zieh die Schulterblätter eng, Brustbein in Richtung Boden. Ausatmen, weite Schulterblätter. Einatmen, zieh die Brust in Richtung Boden und ausatmen, weite Schulterblätter. Führ die Bewegung fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Ich weiß, das ist anstrengend. Wenn du eine Pause brauchst, dann gönn die dir oder setz die Knie zum Boden ab. Ausatmend, leg dich nach hinten ab in die Stellung des Kindes. Wunderbar. Lass deine Atmung tief über die Körperrückseite ziehen. Spür der Wärme nach, die vielleicht gerade entstanden ist. Komm wieder mehr zur Ruhe, zur Atmung zurück. Einatmen, richte dich auf in den Vierfüßerstand. Korrigier nochmal nach, die Hände stehen schulterbreit unter den Schultern, Knie hüftbreit unter den Hüften. Finger sind gestreckt und gespreizt, fest mit dem Boden verbunden zum Schutz der Handgelenke. Dann lass deine rechte Hand und das linke Bein leicht werden. Und einatmen, streck Arm und Bein nach hinten und vorne, schau dem Daumen hinterher. Ausatmen, treffen sich Knie und Ellenbogen unterm Körper. Einatmen, lang. Und ausatmen, Knie und Ellenbogen treffen sich unterm Bauch. Einatmen. Führ die Bewegung fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Stell dir vor, vorne und hinten zieht jemand an Fuß und Arm. Du bist richtig lang beim Einatmen. Und spür die Kraft der Körpervorder- und Körperrückseite immer im Wechsel. Ausatmen, setz Hand und Knie ab, locker gerne einmal Schultern und Rücken durch. Und wir wechseln die Seite, lass die linke Hand und das rechte Knie leicht werden. Und einatmen, streck dich in die Länge. Ausatmen, treffen sich Knie und Ellenbogen. Einatmen, lang. Und ausatmen, zur Mitte, mach dich klein. Auch hier folge mit der Bewegung dem Fluss deiner eigenen Atmung.
Mach die Bewegung groß, kontrolliert, kraftvoll. Spür die Kraft der Körpervorder- und Körperrückseite, die dich durch die Bewegung begleitet. Ausatmen, setz Hand und Knie ab, beweg dich nochmal locker durch. Und dann einatmen, zieh die Schulterblätter eng, Blick nach oben, Kuhhaltung. Ausatmen, Blick in Richtung Nabel, weite Schulterblätter, Katze. Einatmen, enge Schulterblätter, Kuhhaltung. Und ausatmen, mach einen wundervollen Buckel in der Katze. Mach noch einige Wiederholungen im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Stell dir die Bewegung vor, die die Wirbelsäule auf- und abwandert. Nach der nächsten Einatmung komm mit neutralem Rücken zur Ruhe. Lass jetzt nur dein rechtes Knie leicht werden. Und ausatmen, führ das Knie zur Nase. Einatmen, Ferse in Richtung Zimmerdecke. Ausatmen, Knie zur Nase. Und einatmen, schieb die Ferse in Richtung Zimmerdecke. Ausatmen, mach dich klein. Und einatmen, kraftvoll. Wunderbar. Führ die Bewegung fort und folge deiner eigenen Atmung. Stell dir vor, die Zimmerdecke kracht runter, wenn du die nicht ordentlich nach oben schiebst. Nimm wahr die Kraft der Körperrückseite, auch im Po. Wunderbar. Nach der nächsten Einatmung halte oben und mach hier nochmal kleine federnde Bewegungen. Ich weiß, das brennt. Wunderbar. Spür die Wärme, die da entsteht und die Kraft. Schieb die Ferse in Richtung Zimmerdecke. Sehr gut. Halte durch. Und dann ausatmen. Setz das Knie zum Boden ab. Mach dich gerne einmal locker in der Wirbelsäule. Dann lass das linke Knie leicht werden und ausatmen, zieh das Knie in Richtung Nase, einatmen, schieb die Ferse in Richtung Zimmerdecke, ausatmen, Knie und Nase treffen sich, einatmen, schieb die Ferse nach oben, wunderbar, auch hier fahr fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Mach die Bewegung kraftvoll, langsam und kontrolliert. Schieb mit aller Kraft in Richtung Zimmerdecke. Auch hier nimm wahr die Kraft der Körperrückseite im Po und auch im Beinbizeps. Und nach der nächsten Einatmung halte oben und wieder kleine federnde Bewegungen hier. Wunderbar. Schieb die Ferse in Richtung Zimmerdecke. Immer wieder kleine federnde Bewegungen. Wunderbar. Ja, sehr gut. Und ausatmend setz ab. Mach einmal den Rücken locker. Und dann setz die Füße auf. Und ausatmend. Komm in den Hund mit Gesicht nach unten. Du kannst hier gerne einmal auf der Stelle laufen, um deine Beinrückseiten willkommen zu heißen. Ich denke, das ist dein erster Hund des Tages. Einatmen, schau nach vorne, beug die Knie
Und mach einen großen Schritt nach vorne, steh mit geradem Rücken. Ausatmend, lass dich sinken in die stehende Vorbeuge. Und du kannst hier gerne ein bisschen baumeln, von vorne nach hinten oder von links nach rechts. Vielleicht ist es aber auch schön, einfach Ruhe in der Position zu finden. Und dann komm ein, atme mit gestreckten Armen, geradem Rücken nach oben. Und ausatmend, lass die Arme sinken. Richte dich hier aus für einige Runden Sonnengruß. Schlage deine Zehen in den Boden, stell dir vor, das wären Wurzeln. Spür mal nach, du stehst genau über deinen Sprunggelenken, nicht davor und nicht dahinter. Zieh die Kniescheiben nach oben, mach deine Beine fest. Und dann kipp das Becken leicht nach vorne, kein Hohlkreuz machen, sondern genau das Gegenteil. Mach den Bauch fest. Dann stell dir vor, an deinem Brustbein ist ein Faden, der zieht in Richtung Zimmerdecke. Und so ein Faden ist auch an der höchsten Stelle deines Kopfes. Und dann dreh die Handinnenflächen nach außen, Finger maximal gestreckt und gespreizt. Du stehst jetzt kraftvoll wie ein Bogen, der bereit ist loszuschnellen in Samasthiti, der Bergpose. Einatmet, heb die Hände, schau den Daumen hinterher. Ausatmet, komm mit geradem Rücken erstmal nur nach vorne. Einatmet, wieder nach oben, schau den Daumen hinterher. Ausatmen nach vorne, halte die Knie leicht gebeugt. Einatmen nach oben. Einmal noch ausatmen, spür die Kraft der Körperrückseite. Einatmen nach oben. Und dann ausatmen, erst mit geradem Rücken und dann nur noch entspannt nach vorne. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, setz die Hände zum Boden, mach einen großen Schritt nach hinten in die Bretthaltung. Hier einmal ein und dann ausatmen, setz Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, Cobra. Und ausatmen, stell die Füße an, gerne über den Vierfüßerstand in den Hund mit Gesicht nach unten. Halte hier ungefähr 5 Atemzüge. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Das Steißbein in Richtung Zimmerdecke. Halte die Finger fest mit dem Boden verbunden. Einatmen, schau nach vorne, beug die Knie und komm mit einem großen Schritt mit geradem Rücken vor. Ausatmen, lass dich sinken. Einatmen, komm nach oben, mach dich lang. Und ausatmen, lass die Hände sinken. Einatmen, gestreckte Arme, schau den Daumen hinterher. Ausatmen, erst gerade Rücken, dann nur noch entspannt. Einatmen, gerade Rücken. Und ausatmen, setz die Hände ab, komm in die Bretthaltung. Einmal ein hier. Und dann ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, Cobra. Und ausatmet gerne über den Vierfüßerstand in den Hund mit Gesicht nach unten. Einatmen, beug die Knie, schau nach vorne und mach einen großen Schritt nach vorne an die Matte, steh mit geradem Rücken. Ausatmen, lass dich sinken. Und dann einatmen, komm mit gestreckten Armen nach oben, schau den Daumen hinterher. Ausatmen, Samasthiti, kraftvoller Stand. Einatmen nach oben. Ausatmen, erst gerade Rücken, dann nur noch entspannt. Einatmen, gerade Rücken.
Ausatmen, setz die Hände ab, mach einen großen Schritt oder versuch mal zu springen, Bretthaltung. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, Cobra. Aus in den Hund. Und halte hier. Einatmen, beug die Knie, schau nach vorne und du kannst laufen oder springen nach vorne an die Matte. Steh mit geradem Rücken. Ausatmen, lass dich sinken. Einatmen, gerader Rücken, gestreckte Arme. Und ausatmen, lass die Arme sinken. Einatmen, nach oben. Ausatmen, gerade, dann nur noch entspannt nach unten. Einatmen, gerader Rücken und ausatmen, Schritt oder Sprung in die Bretthaltung. Hier einmal ein und dann ausatmen, enger Liegestütz oder Kniebrustkipp. Einatmen, Cobra und ausatmen, Hund mit Gesicht nach unten. Halte hier für ungefähr 5 Atemzüge. Einatmen, schau nach vorne, beug die Knie und Schritt oder Sprung nach vorne an die Matte. Steh hier mit geradem Rücken. Ausatmen, sinken. Einatmen, komm mit geradem Rücken, gestreckten Armen nach oben, schau den Händen hinterher. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen. Und aus. Ein gerade und aus ins Brett. Einmal ein hier und aus. Ein Atem Cobra und aus in den Hund mit Gesicht nach unten. Einatmen, schau nach vorne, beug die Knie, komm nach vorne an die Matte. Ausatmen, lass dich sinken. Ein, nach oben gestreckt. Und dann für ausatmen, die Handinnenflächen vor der Brust zusammen. Schließ gerne deine Augen. Spür im Stehen nach, wie sich das anfühlt jetzt nach den Sonnengrüßen. Vielleicht kannst du mit deinen Daumenknöcheln deinen Herzschlag spüren, der ein bisschen in Fahrt gekommen ist. Oder vielleicht auch die Wärme der Sonne in deinem Körper. Und dann lass ausatmend die Hände sinken. Komm vorne an deiner Matte zum Stehen und richte dich nochmal kraftvoll aus. Veranker deine Füße im Boden, mach die Beine fest, kipp dein Becken leicht nach innen. Stell dir wieder vor, die 2 Fäden, die dich ziehen, aufrechtes Brustbein, aufrechter Scheitel. Und dann dreh die Handinnenflächen nach außen, kraftvolle Finger. Starke Arme, Finger maximal gestreckt, maximal gespreizt. Und einatmend, mach dich lang nach oben. Ausatmend, erst mit geradem Rücken, dann nur noch entspannt nach unten. Einatmen, gerade Rücken.
Und ausatmen. Setz die Hände ab, komm nach hinten in die Bretthaltung. Einmal ein hier. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn kommen zum Boden. Einatmen, Cobra. Und ausatmen, Hund mit Gesicht nach unten. Achtung, der rechte Fuß macht einen großen Schritt zwischen die Hände. Finde hier deine Balance. Du kannst gerne deine linke Ferse hinten abstellen. Und dann einatmen, richte dich auf nach oben, Arme gestreckt in Richtung Zimmerdecke, Hand Innenflächen parallel, erster Krieger. Ausatmen, komm nach vorne, die Hände bis hinter den Rücken. Einatmen, im hohen Bogen kommen wieder nach oben. Ausatmen, nach vorne, unten Hände bis hinter den Rücken. Einatmen, nach oben, zieh mit Kraft aus der Körperrückseite, sehr gut. Ausatmen. Folge mit der Bewegung dem Fluss deiner Atmung, nicht umgekehrt. Spür die Kraft der Körperrückseite, die dich nach oben zieht. Wunderbar. Einmal noch. Einatmen, komm in den ersten Krieger. Ausatmend, öffne zur Seite, Arme breit, das Becken ist parallel zur langen Mattenkante. Schau mal nach, deine Fersen stehen in einer Linie. Zweiter Krieger. Der Blick geht zur rechten Hand. Einatmend, lass dich nach hinten sinken, rechte Hand zieht bis über den Kopf. Ausatmend, über die Mitte nach vorne, rechte Hand vor den Körper und linke bis über den Kopf. Einatmen nach hinten, wunderbar. Und ausatmen nach vorne. Linke Hand zieht über den Körper. Sehr schön, einatmen nach hinten. Führ die Bewegung fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Beweg dich über die Körperseiten, nicht nach vorne einsacken. Einmal noch. Einmal noch aus, nach vorne. Einatmen, zweiter Krieger. Und dann ausatmen, mach eine Windmühle mit den Händen, die kommen links und rechts neben den Fuß. Ausatmen, Hund mit Gesicht nach unten, sehr gut. Du kannst gerne hier ein bisschen auf der Stelle laufen, deine Beine locker machen. Und dann Achtung, andere Seite. Setz deinen linken Fuß im großen Schritt zwischen die Hände. Finde deine Balance, setz gerne die rechte Ferse zum Boden ab. Und dann einatmend, richte dich nach oben auf. Hände gestreckt in Richtung Zimmerdecke, Handinnenflächen parallel. Erster Krieger. Ausatmend im großen Bogen, komm nach vorne, die Hände bis über den Rücken und einatmend gestreckt nach oben. Ausatmend nach vorne, großer Bogen bis hinter den Rücken, einatmend nach oben, wunderbar. Fahre fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Pass die Bewegung an die Atmung an, nicht umgekehrt. Und mach die Bewegung groß und kraftvoll. Einmal noch. Einatmend, erster Krieger. Und mit der nächsten Ausatmung öffne zur Seite. Die Hüfte ist parallel zur langen Mattenkante, Arme breit. Schau nach, deine Fersen stehen in einer Linie. Blick zur vorderen, zur linken Hand. Einatmend, lass dich nach hinten sinken, linke Hand zieht über den Kopf. Ausatmend, linke Hand vor den Körper, rechte Hand zieht über den Kopf. Einatmend, über die Mitte. Und ausatmend, wieder nach vorne, wunderbar.
Führe die Bewegung im Rhythmus deiner eigenen Atmung fort. Auch hier mach die Bewegung kraftvoll und groß. Einmal noch. Einmal noch ausatmen nach vorne. Und dann einatmen, zweiter Krieger. Und ausatmen, lass deine Hände wie eine Windmühle links und rechts vom Fuß landen. Und komm in den Hund mit Gesicht nach unten. Du kannst gerne deine Beine lockern. Einatmen, schau nach vorne, beug die Knie, mach einen großen Schritt nach vorne an die Matte, steh mit geradem Rücken. Ausatmen, lass dich sinken. Einatmen, komm mit gestreckten Armen nach oben, schau den Daumen hinterher. Ausatmen, lass die Arme sinken. Mach dich gerne nochmal ein bisschen locker. Und dann stell dich bequem vorne an deine Matte für die Hände vor der Brust zusammen. Schließ gerne, wenn sich das gut anfühlt, deine Augen. Und spür nach, wie du dich fühlst jetzt nach diesen Kriegerstellungen. Vielleicht spürst du deine innere Kriegerin oder deinen inneren Krieger in dir. Kraft und Wärme. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag spüren. Und dann lass ausatmen, die Hände sinken und öffne die Augen. Einatmend öffne die Beine längs der Matte, mach einen großen Schritt und dreh die Zehen leicht nach außen. Aber nur so weit, dass du noch gut und stabil stehen kannst. Dann setz die Hände im Namaste vor der Brust zusammen. Und ausatmen, schieb die Knie nach außen und den Po nach unten. Einatmen nach oben. Und ausatmen, Knie nach außen, Po nach unten. Sehr gut, einatmen. Führ die Bewegung fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung. Achte darauf, deine Knie landen überm Sprunggelenk. Nicht davor und nicht dahinter und die kollabieren auch nicht nach innen. Zieh den Nabel nach innen, halte den Rücken gerade, enge Schulterblätter. Und vielleicht spürst du oder kannst dir vorstellen, die dynamische Göttinnenpose kräftigt die inneren Oberschenkel, generell die Beine und natürlich auch den Po. Einmal noch dynamisch. Und nach der nächsten Ausatmung halte und wunderbar. Schieb die Knie nach außen, zieh den Nabel nach innen, halte die Kraft. Wunderbar, spür die Kraft der Göttin. Tiefe Atemzüge. Deine Muskeln brauchen Sauerstoff. Und dann mach zum Ausbrennen nochmal kleine dynamische Bewegungen. Tief, tief, tief. Sehr gut. Lass dich locker federn. Atme weiter, tief, kraftvoll. Ich weiß, das brennt. Und dann komm einatmend nach oben. Mach deine Arme breit zu den Seiten. Und ausatmen, nochmal die Windmühle nach vorne, links und rechts vom Fuß und in den Hund mit Gesicht nach unten. Du kannst gerne hier deine Beine wieder locker durchbewegen, ein bisschen auf der Stelle laufen. Und dann einatmen, beug die Knie, schau nach vorne. Komm nach vorne an die Matte, steh hier mit geradem Rücken. Ausatmen, lass dich sinken. Einatmen, komm mit gestreckten Armen und geradem Rücken nach oben, schau den Daumen hinterher. Ausatmen, lass die Arme sinken.
Setz deine Füße jetzt zusammen, die großen Zehen berühren sich, die Fersen berühren sich nicht und halte die Knie weitestgehend geschlossen. Zieh den Nabel nach innen, gerade Rücken. Und dann einatmend, heb beide Hände, Handinnenflächen parallel. Ausatmend, komm einmal in die Knie und in die Stuhlhaltung. Sehr gut, schau mal nach unten, du siehst deine großen Zehen. Und dann halte ich ihn. Atme tief ein und aus, kein Hohlkreuz. Arme ziehen kraftvoll in Richtung Zimmerdecke nach vorne oben. Wunderbar, tiefe Atemzüge. Spür die Kraft deiner Beine. Ausatmend, lass dich in die stehende Vorbeuge sinken. Einatmend, gerade Rücken. Ausatmend, setz die Hände ab, komm nach hinten in die Bretthaltung. Hier einmal ein. Und dann ausatmend, Knie, Brust und Kinn zum Boden und komm in die Bauchlage. Setz deine Füße ungefähr mattenbreit und setz die Hände direkt unter die Schultern. Dann spann die Beine an, sodass die Knie nicht mehr den Boden berühren. Die Fußoberseiten berühren den Boden, die Knie nicht. Zieh die Schulterblätter eng, halte die Ellenbogen nah am Körper. Und dann einatmend, heb die Brust und den Kopf vom Boden. Vielleicht lässt du auch die Hände schweben. Ausatmend, Stirn zum Boden. Einatmend, komm nach oben. Und ausatmet nach unten, wunderbar. Folge mit der Bewegung, dem Fluss deiner Atmung. Vielleicht kannst du spüren oder dir vorstellen, die Kraft deines unteren Rückens und auch die Muskeln zwischen den Schulterblättern sind gerade aktiv und ziehen dich in die Kobra. Zweimal noch dynamisch. Und nach der nächsten Einatmung halte die Kobra. Wunderbar, vielleicht magst du deine Hände absetzen. Oder wenn du möchtest, dann lass sie schweben. Finde die Variation, die dich fordert, aber nicht überfordert. Achtung, einatmen, dreh dich zur rechten Seite ein, halte den Oberkörper oben, ausatmen zur Mitte, einatmen links, schau mal zu deinem linken Fuß und aus zur Mitte, einatmen rechts, aus über die Mitte. Führ die Bewegung fort im Rhythmus deiner eigenen Atmung, immer einatmen zu den Seiten und ausatmen zur Mitte. Spür die Kraft deiner schrägen Bauchmuskulatur. Wenn du eine Pause brauchst, dann gönn die dir. Ich weiß, das ist anstrengend. Aber ein starker Rücken kann auch entzücken und schützt dich vor allem vor Schmerzen und Verspannung im Alltag. Einmal noch zur Seite und dann ausatmen. Leg dich ab in die Bauchlage. Ist das schön? Und dann kannst du dich einmal umdrehen und in die Rückenlage kommen. In der Rückenlage winkele dein linkes Bein an und dann setz den rechten Knöchel auf den linken Oberschenkel und dann schnapp dir mit den Händen dein linkes Bein dort, wo du gut hinkommst, in der Kniekehle oder auch ums Schienbein. Ausatmend, lass das linke Knie zum Körper ransinken. Und du kannst hier entscheiden, ob du ein bisschen Armkraft nutzen willst und aktiv dein Bein zu dir ranziehen möchtest. Oder vielleicht ist es auch gerade schön, eher die Schwerkraft für dich arbeiten zu lassen, mit jeder Ausatmung mehr loszulassen. Und das Knie eher passiv zum Körper ransinken zu lassen.
dann löse, ausatmet nur die Hände, die Beine bleiben, wie sie sind. Öffne die Arme, einatmet zu den Seiten. Und ausatmet, lass diesen ganzen Beinknoten, so wie er ist, zur linken Seite sinken. Der Blick geht zur rechten Hand. Und jetzt in dieser ganz passiven Drehhaltung, atme nochmal tief bis ins Becken, lass Raum zwischen den Rippenbögen entstehen. Und vielleicht kannst du spüren oder dir vorstellen, die Körperseiten können ganz weit werden. Und wir öffnen auch passiv die Hüfte. Einatmend, komm zur Mitte zurück. Und dann wechsel die Seite, setz den rechten Fuß zum Boden. Und dann kommt der linke Knöchel auf den rechten Oberschenkel. Greif dir wieder mit den Händen dein rechtes Bein, dort wo du gut hinkommst, entweder in die Kniekehle oder auch ums Schienbein. Und ausatmend, lass dein rechtes Knie in Richtung Körper sinken. Auch hier entscheide, wie aktiv oder passiv du diese Haltung genießen möchtest. Und lass deine Atmung tief ziehen. Ausatmend, löse wieder nur die Hände, die Beine bleiben, wie sie sind. Einatmend, öffne die Arme zu beiden Seiten. Und lass ausatmend diesmal den Beinknoten zur rechten Seite sinken. Der Blick geht zur linken Hand. Einatmend, komm zur Mitte zurück. Setz beide Füße zum Boden, sodass beide Beine angewinkelt stehen. Und dann schnapp dir nochmal deine beiden Knie, gib denen eine Umarmung, mach dich klein. Und dann kannst du von vorne nach hinten oder auch von links nach rechts ein bisschen schaukeln. Deinem unteren Rücken eine kleine Druckmassage geben. Und dann löse die Hände, mach dich lang, du kannst die Arme entspannt neben den Körper legen. Zieh ein, atme nochmal die Zehen in Richtung Kopf. Und ausatmend, lass los, die Füße können entspannt zu beiden Seiten sinken.
Einatmen, zieh nochmal die Kniescheiben nach oben, lass die Beine fest werden. Und ausatmend, lass auch hier los. Dann zieh einatmend nochmal den Nabel nach innen, drück den unteren Rücken gegen den Boden, sodass sich die kleine Lücke da schließt. Und ausatmend, lass los, lass Anspannung bis ins Becken ziehen. Mit der nächsten Einatmung dreh nochmal die Rückseiten der Hände und die Rückseiten aller Finger so, dass sie den Boden berühren und bau hier leichten Druck auf. Und dann ausatmend, lass Arme, Hände und Finger weich werden. Einatmend, zieh nochmal die Schulterblätter eng, heb das Brustbein in Richtung Zimmerdecke. Und ausatmend, gib Raum zwischen die Schulterblätter, lass die Brust sinken. Einatmend, zieh nochmal das Kinn in Richtung Hals. Und mit der Ausatmung lass los, lass Hals und Nacken entspannt werden. Wenn du magst, kannst du jetzt nochmal deine Augen zukneifen, auch die Zähne zusammenbeißen. Und mit der Ausatmung dein Gesicht, die Augenhöhlen und den Kiefer weich und entspannt werden lassen. Vielleicht kannst du spüren oder dir vorstellen, die ganze Länge deines Körpers ist jetzt getragen und entspannt. Du musst nichts tun und auch niemand sein. Du bist angekommen in Shavasana, der Schlussentspannung. Beginn langsam deine Finger und Zehen zu bewegen. Du kannst die Bewegungen größer werden lassen, indem du Hände und Füße kreist. Vielleicht ist es jetzt auch schön, sich zu dehnen oder zu strecken. Und dann komm langsam und mit geschlossenen Augen auf deiner rechten Seite zum Liegen. Und von hier komm langsam und auch mit geschlossenen Augen in eine aufrechte und bequeme Sitzposition. Spür nochmal nach, wie es dir geht nach dieser Yogastunde, im Körper und auch im Geist. Wenn du magst, wenn sich das gut anfühlt, dann bedank dich bei deinem Körper dafür, wie stark er für dich ist und wie er materielle und auch immaterielle Lasten des Alltags mit dir trägt. Und wenn du magst, dann bedank dich auch bei dir selbst. Schenk dir ein Lächeln dafür, dass du durchgehalten hast, stark gewesen bist und dir Zeit genommen hast für dich selbst. Einatmend, heb nochmal die Hände über den Kopf, mach dich lang. Und für ausatmend die Handinnenflächen vor der Brust zusammen. Öffne die Augen. Namaste.
Ich hoffe, dass es dir gut geht und gut getan hat. Danke für deine Aufmerksamkeit für mich und vor allem auch für dich.